From the top, make it drop. That's haram. That's haram. Ist das Sirup oder Getränk? Sag mal! Ja, moin, krieg ich nicht auf, Digga. Schwächling. Ist da noch ein Verschluss oder was? Digga! Mann! Was ist denn das für ein Verschlusssystem da? Also da bewegt sich gar nichts, Digga. Ich finde die Produkte scheiße, Kappa. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Also welche Politik fahren die da? Muss man hier irgendwas abmachen oder was? Ich krieg's nicht auf, bin zu schwach, Digga. Oder kommt das... Ach so, oh, Digga, meine Hände sind ganz nass schon. Ich glaube, es funktioniert so. Da hat's getropft gerade. Saugen? Ihr dummen Arten, Digga, da kann ich saugen, wie ich will, da bin ich auch nicht so geübt drin. Ja, schmeckt gut. Jetzt ist mein ganzes Gesicht vollgespritzt. Ja, hallo? Bruder? Was ist das für eine Scheiße, die ihr mir da geschickt habt? Du musst das reindrücken, da von oben in dieses Getränk reindrücken. Aha. Du musst richtig fest reindrücken dann. Oh, oha. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn du dir deine Hände wäschst, dann reibst du deine Hände und du guckst ihnen zu, wie die sich einfach waschen. Digga, gehen spazieren, sind mit Kindern unterwegs, gehen eine Kleinigkeit trinken. Digga, du hättest gerade das Kind sehen müssen, wie mich das angeguckt hat, Digga. Diese kuriose Meldung aus Worms. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Zuvor waren Sanitäter eines Krankenhauses mit ihren Mitteln nicht weitergekommen. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur. Jetzt von Daniela. In meinem Benz geh ich einfach unten mit der Gang in meinem Benz. Geb ich Autogramme an die Fans in meinem Benz. Siehst du meine Wohnli? Das Licht ist ja hier sehr gut. Hallo, ich bin's, eine Twitch-Streamerin. Ui, das Bettlaken ist auch schön. Huch, hat man was gesehen? Oh, yeah. Na, würdet ihr ja oder nein sagen? Seid ehrlich. Ja,
kann es mein Gott, da 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 kann es mein Gott.